Wir schauen nach Ahrweiler. Dort ist Marc Hillen für uns. Heute wird ja in großem Stil Unrat abtransportiert in einer konzertierten Aktion von Landwirten mit Entsorgungsfirmen. Wie geht's denn voran? Genau, also man musste eben diesen Ort sperren für Menschen, die hier nicht wohnen. Also Helfer dürfen heute nicht rein. In den letzten Tagen war das anders. Da war die Hilfsbereitschaft ja riesig, aber die Stadt hat gesagt, der Unrat, der muss jetzt wirklich weggeschafft werden. Das hat in letzter Zeit nicht geklappt. Also die Einsätze laufen natürlich hier immer noch. Wolfgang Simon ist hier bei mir, kümmert sich um das Haus der Familie hier. Guten Tag. Wie finden Sie das denn? Ab jetzt momentan keine Helfer mehr hier in das Gebiet? Ja, finde ich irgendwo schon ein bisschen traurig, weil die Helfer haben uns wirklich tatkräftig unterstützt. Schon seit direkt am zweiten Tag nach der Katastrophe waren viele vor Ort und haben ihre Hilfe uns angeboten, sondern und nicht, dass wir sie ansprechen sollten, mussten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war ein tolles Arrangement der Zivilbevölkerung, die hier den Betroffenen mit vollem Einsatz geholfen hat. Wenn man hier reinkommt in dieses Gebiet nach Ahrweiler, denkt man erstmal, wie soll das jemals wieder aussehen wie vorher? Wie lange wird das dauern? Haben Sie Hoffnung noch? Ja, Hoffnung hat man immer. Man muss als rheinische Frohnatur muss man nach vorne schauen und aber man muss auch einen langen Atem haben. Und ich gehe auch mal davon aus, dass vieles, so wie das Ahrtal vor anderthalb Wochen war, nicht mehr zurückgebaut werden kann. Es werden viele Veränderungen jetzt stattfinden. Man sieht es ja hier auf dem Gelände. Hier hat eine große Hecke gestanden. Die wird auch nicht mehr angepflanzt. Und da muss man gucken, wie man das jetzt auch vielleicht für nochmal eine Flutkatastrophe neu gestaltet und dass man dann noch weniger Arbeit hat. Sie haben momentan ja zu tun im Keller des Hauses, ne? Da muss noch ein bisschen geputzt werden jetzt. Ja, ein bisschen geputzt. Wenn es nur putzen wäre. Die ganzen Decken und Wände, weil das Wasser bis in die erste Etage auf 2 Meter angestiegen war, sind, wie gesagt, Decke und Wände total verschlammt und die müssen jetzt abgekerschert werden. Der Schlamm ist raus und ja, es ist schon eine harte Arbeit und die wird uns auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Es liegt sehr viel Unrat, habe ich ja schon gesagt, sehr viel Sperrmüll liegt überall herum. Ich habe mich heute auch impfen lassen, ein mobiles Ärzteteam ist ja unterwegs, Sie waren auch schon da. Warum haben Sie gesagt, da mache ich mit, ich lasse mich aus Sicherheit impfen? Gibt es auch die Sorge eben hier, dass man sich was einfangen könnte? Ja, ich meine, einen vorsorglichen Tetanusschutz ist nie verkehrt. Und daraufhin, ich bin angesprochen worden von einem Arzt, der hier vorbeikam. Ich sollte zu einer Station da drüben gehen. Und dann habe ich das in Anspruch genommen, weil doppelt genäht, sagt man so schön, hält besser. Und ja, man weiß ja nie, was einem noch so passieren kann. Schön, dass Sie trotzdem noch gute Laune haben, obwohl Sie noch viel zu tun haben heute. Vielen Dank für das Gespräch. Also die Einsätze hier laufen noch sehr, sehr lange auch. Morgen noch wird dann der ganze Müll, eben, der hier gesammelt wurde, dann zur Deponie gebracht. Marc Hillen, vielen Dank für diese aktuellen Informationen aus Ahrweiler.